I love the way you activate your hips, your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I think I'm brand new. Now if you wanna roll with me, then here's your chance. Doing 80 on the freeway, catch me if you can. But ride, I'm a ride. Ich gebe jetzt Karl-Heinz den Ort durch. Ich habe erst überlegt, ob wir den in eine Karre setzen sollen und im Parkraum versenken sollen, wenn er tot ist. Aber das machen wir lieber nicht. Wir lassen ihn nur ein bisschen bestrafen. Tot. Ja, eben. Ja, also, pass auf, Jungs, um das Alibi nochmal so ein bisschen zu verdichten. Welche Karren habt ihr denn momentan so im Angebot? Kaufst du irgendeine alte Karre, Mann. Ja, was gibt's denn da? Was hast du denn da? Was fällt dir spontan ein, was wir uns angeschaut haben? Was wäre die zweite Stufe nach dem Emperor? Danach. Okay. Nee, Stratum, Mann. Das ist dieser Kombi, ne? Mhm. Ja, ist der Kombi. Okay, Leute. 8000. Schön ja, geräumig. Ich bin runtergehandelt auf 8. Okay, let's go, Mann. Aber reden du weißt wir jetzt wo, hier ne? vom Töten, Mann, oder reden wir hier von Lektion? Ja. Nee, Lektion, Lektion, Lektion. Der Plan bleibt derselbe. Und unterste Ecke, ne? Keine Sorge. Ja. Okay. Nee, nur Lektion. Wir lassen ihn ein bisschen bluten. Wörtlich. Ja. Ja. Oh, jetzt ruft der Smoker mir an. Herr Smoker! Ja. Wie geht's Ihnen? Gut. Wir sind gerade bei Seacars. Sie wollen uns eine Karre angucken gehen. Ja, aber der Brian, der hat doch ein bisschen was auf der Tasche. Weiß ich nicht. Da kommt ein Fahrzeug. Sag jetzt, jo. Du kannst nicht weiterreden. Okay. Es ist soweit. Los geht's. Parker, raus aus der Karre, komm. Aussteigen, Parker. Raus. Parker, komm, raus aus dem Auto. Nehme ich dir ab. Ja. Aussteigen, was? Parker. Zack, zack. Ja, ja. Deine Waffe, weg damit. Okay. Komm mal hier rüber, Parker. Jo. So. Wir haben ein Problem, Parker. Bleib stehen. Wir haben ein Problem. Endo, ja, Parker. Endo. Du hast wieder ein bisschen gesungen, wa? Endo. Du hast uns alle richtig in die Scheiße geritten, Mann. Wo hab ich denn nicht wieder gesungen? Du lachst den Walter ja auch immer ein bisschen aus, ne? Parker, nimm die Endo. Wenn du irgendeinem nochmal irgendwas erzählst, könntest dann geht das bitte ganz erläutern, was ich gemacht habe. Du sollst die Schnauze jetzt halten. Hör zu. Solltest du irgendeinem nochmal irgendwas erzählen, ja? Nochmal irgendwas singen, überhaupt unseren Namen in den Mund nehmen bei anderen Leuten, geht die ganze Nummer ja anders aus. Hast du verstanden? Mhm. Okay. Okay, Jungs. Ruhe in Frieden, Parker. Nochmal drüber gefahren, Alter. Das war jetzt nicht unbedingt nötig. Ja. Okay, ab zu Seacars. O'Brien? Treffen bei Seacars, Alibi zu verhärten. Treffen bei Seacars, Alibi zu verhärten. Ja. Ne? Ihr seid nochmal über den drüber gefahren. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was mit Walter los ist, Alter. Es hat auf jeden Fall noch den Fuß kaputt. Walter ist rübergefahren, der hat den mit der Scheiß. Hat der nicht eine 50 Kaliber? Ich hab keine Ahnung, Alter. Nee, der hat eine kleine. Der hat den dreimal in den Bauch geschossen. Ja, ich weiß auch nicht, war ein bisschen overedge. Müssen wir jetzt klären. Oder weißt du was, wir treffen uns. Nee, wir müssen zu Seeker wegen dem. Weißt du, wir müssen da uns treffen. Okay, ja, bis gleich. Okay. Soll mal vorfahren, ich weiß nicht, wo das ist. Karl-Heinz, ab zum. Ja, ab zum Seacars, weil wir müssen das Alibi verhärten. Wir gehen da ein Auto kaufen. Aber vielleicht doch nicht das beste Alibi, wenn der Red ist. Ich fahr hinterher. Ja. Was für eine krasse Aktion, liebe Leute. Herzlich willkommen zu dieser krassen Folge. Mann, jetzt muss ich dem Walter vielleicht noch ein bisschen schlechtes Gewissen machen. Das musste jetzt sein. Brian, das musste Alter, sein. Alter, du bist da drüber gefahren. Du hast dreimal auf den geballert. Ja, der ist halt nicht umgekippt. Boah, drei Schüsse waren vielleicht heftig, ey. Und das jetzt hör auf zu heulen. Das war, ich will es nur erwähnen. Ich will es nur erwähnen, kurz, ey. Du hast Junge, durchgezogen, der hat mich entführen lassen. Bravourös. Du hast echt durchgezogen. Wir hätten vielleicht den noch ein bisschen mehr einschüchtern sollen, auch verbal. Ich weiß nicht, ob er es jetzt so richtig stecken hat. Ja, ich glaube schon. Ich hab's ja deutlich gemacht. Ja. Das stimmt. Mehr als deutlich hast du das gemacht. Boah, was für eine Aktion, Alter. Was für eine Aktion. Muss die Knarre loswerden. Jo. Wobei, eine Waffe darf man ja haben. Ich habe sogar der Polizei gesagt, dass ich mir eine Waffe zur Selbstverteidigung hole. Wegen Robert, also von daher.
Ja, alles gut. Es war ein safes Ding. Also, ich muss sagen, du hast jetzt ab sofort bei mir Eier in der Hose, Walter. Naja, nicht so wie du, ne? Du hast ja rumgeheult. Ja, was heißt rumgeheult? Ich habe die Situation noch genauso wie du mit dir durchgezogen. Außer, dass ich nicht. Was soll ich Holland jetzt sagen? Ich sag, der Plan ist abgeblasen. Ja, der Plan ist abgeblasen. Zu gefährlich. Genau. Er ist nicht erreichbar, hat Kopfschmerzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ich muss sagen, hast du gut gemacht. Außer das drüberfahren, das war ein bisschen over, ey. Ja? Ja, ich nicht, dass er sich jetzt echt da wirklich noch viel zu. Holland, wir mussten den Plan absagen, das war zu riskant. Ja, von. Du hast ein bisschen Risiko. Wir sind bei. Komm. Wir haben das jetzt. Wir lassen das. Ne? Jetzt muss ich gerade erstmal ein bisschen runterkommen. Ich melde mich gleich, ja? Okay. Okay, Holland klingt eigentlich auch ganz gechillt. Ich bleib hier im Auto sitzen, Alter. Ich will hier kein unnötiges Aufsehen jetzt erregen. Karl-Heinz, was hast du dem alles im Auto gesagt? Aber du hast ihn schon drauf vorbereitet, ein bisschen, oder? Du hast ihn ja alles abgenommen, ne? Jungs, okay. Kommt mal ins Auto. Du musst die Waffe wahrscheinlich verkaufen. Jungs, kommt mal ins Auto, kommt mal ins Auto. Komm. Hey, Alter. Ist einfach unauffälliger hier, ja, wisst ihr? Wenn wir da so rumstehen, sehen uns hier. So denkt jeder nur, da parkt einfach nur ein Auto, wisst ihr? So. Also das Alibi ist, wir kaufen hier eine Karre. Ja. Ja? Für den Stratum habe ich mich interessiert. Wer hat denn so viel Geld? 8000. Hast du uns geborgt, Karl-Heinz? Habt ihr 8000? Nee, aber du borgst die uns doch, oder? Wir wollten ja erstmal. Ich hab keine 8000. Ja, wir wollten erstmal verhandeln und uns einen Wagen anschauen. Ach so, okay. Ne? Stratum-Kombi. Okay. Weil der geräumig ist, weißt du, weil wir oft zusammen unterwegs sind, so ein paar Ausflüge zu machen. War dazu krass, Karl-Heinz? Nee. Musste sein, oder? Also, das war verdient. Schon eine krasse Aktion, Alter. Ich fand's, du warst absolut verdient. Er hat's verdient einfach, muss man sagen. Das Ding ist nur, das mit dem Drüberfahren, das war vielleicht jetzt echt ein bisschen heftig. Nicht, ja, gut. Da ging's mit mir durch, alleine wegen der ganzen Aktion mit der Entführung. Sorry. Da habt ihr recht, das hätte ich nie machen sollen. Ja. War schon heftig. Okay, dann warten wir mal auf die Jungs, ey. Boah. Wir müssen die Karre hier verstecken, Leute. Wir müssen die Karre verstecken. Ich habe alle Türen verloren, die liegen eventuell am Tatort. Ist da eine Garage in der Nähe? Ja, guck mal auf der Karte. Komm, Green, nimm ein Auto. Ja. Ja, weiter. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt hier nicht der Red auftaucht, weißt du, und wir dann nachher noch das nächste Problem haben. Green, es war notwendig. Es war notwendig, ich bin absolut auf eurer Seite. Ganz ehrlich, ne? Das hätte schneller passieren müssen. Ey Leute, weißt du, wie schwierig das war, den an mich zu binden jetzt die ganze Zeit? Ja, das ist echt immer problematisch, auch mit den ganzen Kopfschmerzen und so, das ist echt schwierig. Ja, ja, sicher. Aber das haben wir gut hinbekommen, glaube ich. Das Einzige, was echt zu krass war, was Herr Walter da nochmal drüber gefahren ist über den Jungen. Das geht gar nicht. Ja, das war echt, ich glaube, das war aber ein Versehen. Ich weiß nicht, ob es da mit ihm durchgegangen ist, ob es ein Versehen war. Ich denke mal, war ein Versehen. Ja, ja, Mann, Mann, Mann. Alter, was hier los ist in der Stadt, ne? Das ist unglaublich in den letzten Tagen. Echt. Adrenalin pur. Na, dann mal rüber. Wo fahren wir jetzt hin? Zu einer Garage, da wird der Brunnen hin. Jetzt ist es soweit gut. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich ja zugeben. Ich bin auch nervös, mein Lieber, du. Ich hab ein bisschen den Arm aufgekratzt. Kein Wunder, du. Das wärst du den bei Stange gehalten, den Parker, die ganze Zeit. Ja, ich denke, da ist alles supi, ne? Ohne Scheiß. Ja, hast du gut gemacht, Mann. Ich schnee mir noch ein bisschen Wässerchen. Ja, ja, mach mal. Nimm mir ja 5 Stück. Mein Auto ist dein Auto. Danke, Kalle. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid dann, wenn es auch wirklich hart auf hart kommt, wirklich... Also beim Karl-Heinz bin ich mir sicher, Brian, aber ich hoffe, du bist auch dabei, ne? Ich schweige wie ein Grab, Leute. Ich schweige wie ein Grab. Du kriegst im Walter jetzt, wenn die Bullen kommen, in den Arsch, sodass alle glauben, dass wir zusammen waren. Das meine ich. Wem kriege ich in den Arsch? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, Alibi-mäßig meine ich. Ja, ja, wir waren zusammen, dass wir das Auto kaufen. Den Stratum. Ne? Also wollten wir kaufen, erstmal anschauen. Bei unserem Freund Basti und Dirk. Wow. Ne? Ja, wisst ihr die, Basti und Dirk, davon? Die wissen davon, alles eingetütet. Und ich hoffe. Also, die wissen auch von dem Alibi. Ja, die wissen davon. Alles gut. Ja, wir fahren da wieder hin. Okay. Ja. Oh, Leute, Leute, Leute. Trinken wir noch ein Wässerchen, du. Da bei der ganzen Action, da wird der Mund trocken. Ich muss zugeben, ne? Ein bisschen das Tränchen habe ich ja fast verloren. Ja, ich auch. Ne? Der sagte,
Der sagte dann nur noch zu mir, wie ich dann gesagt habe, hör mal, du hast gerade eine geladene Waffe auf dich, ne? Ich nehme jetzt deine Waffe ab und dein Handy, hat er nur gesagt, du Wichser. Ich habe gedacht, du machst das niemals. Und da habe ich ein bisschen geweint fast. Ja, aber Karl-Heinz. Karl-Heinz, der hat uns so verarscht jetzt. Das ja. ist nicht mehr durchzugehen. Mich abgeknallt vor deinen Augen, Alter. Und ich konnte mich nicht wehren. Ja, und wir haben ihn ja niemals in diese Situation reingebracht. Wir hätten ja niemals was getan mit ihm. Wenn er nicht diese Scheiße gemacht hat jetzt mit Seekars. Ja, das hat dem Ganzen, ich meine, das war weniger schlimm, weitaus weniger schlimm, als Walter anzuschießen. Ne? Aber das hat dem Ganzen jetzt noch ein i-Tüpfchen aufgesetzt. Wollen wir zu Seekars fahren, Leute, wegen dem Alibi? Ja, let's go. Ja, sicher. Und das noch in so kurzer Zeit, wisst ihr? Oh. Mann. Aber der Walter hat... Jungs, ich bin stolz auf euch, das habt ihr gut gemacht. Ja, wir haben das gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich hatte den schwierigsten Job. Ja, hat's ja, definitiv. Karl-Heinz, du bist echt ein guter Mann, wirklich. Muss ich echt mal sagen. Aber die 1700 Dollar kriegst du trotzdem nicht zurück. So, wo müssen wir... Ja, okay. fast gedacht. Navigier mich mal eben. Und jetzt hier links. Klingst so demütig, Karl-Heinz. Bedrück dich grad. Nee, nicht demütig. Ich bin am Nachdenken halt, ne? Über was? Ja, über alles, ob alles gut abgelaufen ist. Ich bin halt so ein reflektierter... Hier rechts. Ja. Ich bin so ein reflektierter Mensch, weißt du? Ja. Ist ja nicht schlimm, das habe ich immer beim Tüt, macht der Zug. War das die Frau Hahn gerade? Weiß ich nicht. Ja, ist ja gut, umso besser. Ich wollte nur nicht töten sagen. Umso besser. Umso besser. Sieht ja, wie wir hingefahren sind. Wir bleiben einfach drin sitzen, Jungs. Bleibt einfach drin sitzen, komm. Kein Aufsehen. Obwohl, die können uns ja ruhig wer sehen mittlerweile. Eigentlich ist es ja egal. Ja, man soll aber wir haben, sehen. Ja, ist aber egal, wenn Walter und Dirk und Basti sagen, wir wären da am Start. Ist jetzt schon gut so. Lass sie lieber im Auto bleiben. Ja, das ist halt voll auffällig. Hallo, wir sitzen alle im Auto bei Siegler. Warum nicht? Es ist kalt, Mann. Ja, komm. Warte so, was denn jetzt? Ja, dann hier. Okay, wer ist da? Das ist der Dirk. Ach, endlich sind Sie da, Herr Brauner. Guten Tag, Herr Brauner. Hallo. Ich interessiere mich für den Stratum. Es ist ja ein wunderschönes Modell, ne? Habe ich gehört. Allerdings. Ich kann ich auch sehr empfehlen. Auch für eventuellen Familienzuwachs. Hm? Ja, Leute, lief doch super. Außer, dass der Walter nochmal drüber gefahren ist. Das hätte vielleicht nicht so... Hast du in den Bauch geschossen, Alter? Nein, ins Bein. Dreimal Schüsse ins Knie. Ja, der kann auf jeden Fall noch Schüsse humpeln. Ins Knie. Wolltest du den Bein abtrennen, oder was hast du vorgehabt? Ja, nee. Ich wollte nur, warum bist du da nochmal drüber gefahren, Alter? Ja, mir ging die Aggression durch, Alter. Ich hatte ein Déjà-vu wegen der... Junge, ich wurde entführt, Mann, von dem. Ja, aber es hätte nicht sein müssen, du hast recht. Ja. Du hast nicht explizit gesagt, dass er nicht singen soll, ne? Doch. Ja? Doch hat er. Ja, okay. So. Was ist mit Holland? Ich habe gesagt, die Sache ist abgeblasen und es war das so heikel. Und wir sind bei Seekars ein Auto kaufen. Vor allem ist Holland zu risikoreich, Leute, ihr wisst es selber. Deswegen haben wir den. Der wollte halt alles manipulieren. Ja, aber. Ja, nachher lässt er uns, hört er uns da die Pfanne und. Ich sag ja, der hat direkt bei mir gequatscht, ne? Hatte der Parker einen scheiß Sack über den Kopf? Ja. Ja, natürlich. Sack und Kopfhörer, der hat nichts gehört. Bevor der dein Imperial sehen konnte? Ja, sicher, ich hatte halt, bevor ich da drunter gefahren bin. Okay, weil unser Imperial ist jetzt in der Presse. Sehr gut. Den solltest du vielleicht auch mal in die Presse ballern. Nein, der ist von Oma Erna. Ich denke, der ist von deiner Mutter. Ja, oder so, ich weiß nicht mehr, von wem der ist. Auf jeden Fall ein Familienerbstück. Mhm. Ja, danke Jungs auf jeden Fall, dass ihr da so eindrucksvoll dabei wart. Sehr gut. Ne? Es lief doch wie am Schnürchen eigentlich. Wobei? Ne? Was? Beim Autokauf natürlich. Ja, natürlich. Ah, ja. Ja. Immer gern. Können Sie uns das Auto denn mal zeigen? Klar. Danke. So ein Familienauto, weißt du? Kannst du den Dirk ein bisschen berühren hinten? Mal ganz unter uns, ist überhaupt nicht meine Karre, aber wäre zweckmäßig und ist besser als so ein Impera. Okay, denkt ihr mal einen Zweck aus, welcher wäre das denn dann? Ausflüge, wir sind noch viele Leute unterwegs, müssen viel Gepäck machen, Ausflüge, Mount Chiliad. Oder brauchst du ein Kombi, um eine Leiche hinten reinzupacken? Hm? Eine Leiche? Mit sowas befasse ich mich überhaupt nicht. Sehr gut. Befasse mich mit Bankgeschäften. Was ist eigentlich mit einem kleinen finanziellen Dankeschön, so 2,5 pro Person wäre schon ganz cool. Oh. Ich habe irgendwie einen Anruf gerade. Der Walter übernimmt das schon.
Wir sind entweder. Du kriegst eh noch ein Weihnachtsgeschenk. Ja, kann ich das auf Raten abbezahlen, Dirk? Nein. Oh. Kommt bald. Ja, da fahr ich doch mal eben zum Bankautomat. Karl-Heinz, du übernimmst das jetzt, oder was? Nein, nur für mich. So. Ja, einer muss doch nur zahlen, oder? Ja, das könnt ihr ausmachen. Nee, Kollege, ich krieg das niemals wieder von euch. Doch, doch, klar, sicher. Also ich hätte ganz gern 2,5 und Basti hätte auch ganz gern 2,5. Warte, was? Warte mal. Dafür hab ich gar nicht gesagt, ich hab einmal 2,5. Der Diego, Mann. Ich hab noch 700-800 in der Tasche. Ich hab noch die ich dir eigentlich schuldig bin. Ja, gib mal alle her. Ja. Warte mal. Ich geb dir jetzt erstmal dein Invest zurück. Ich geb dir auch dein Invest zurück. Bitteschön. Hast du bekommen? Schön. Ich hab 700 gekriegt, ja. Wenn euch 2,5 schon ein Problem ist, dann werdet ihr den Wagen wohl nicht kaufen, ne? Ja gut, aber wir haben uns den aber immerhin angeschaut. Ich hab dein Geld nicht bekommen. Ey, da hat der. Ach, hat du der hast Brian mir das gegeben wahrscheinlich. Ey, ja, guck, der Schlitzohr hier. Ja. Wie der nichts sagt, ne? Sorry, diese... Eiskalt. Okay, pass auf, dann gebe ich dir jetzt noch, warte. Du hast jetzt das Invest zurückbekommen, ne? Ja. Ich weiß, kann ich dir also vertrauen, ne? Ja, also das hast du jetzt. Ich habe halt nur 200 gemacht, weil ich nicht ein Risikokapital angelegt habe. Weil du es bist. Aber okay. Ich nehme von dir auch nichts mehr an. Sorry, du bist jetzt mein Freund. Leute, ich habe trotzdem keine 5000. 5000? Ich habe nur 700 auf der Tasche. Ja, ich sag nur, ich habe trotzdem keine 5000. Ja, dann geben wir dem den Rest später. Die werden das schon verstehen. Du bist halt Liefertage, da fällt doch auf, wenn wir jetzt das ganze Geld abheben. Ja, ist echt so. Gib dem jetzt, was wir auf der Tasche haben, so. Das vertagen wir auf jeden Fall. Du sprichst schon wieder nicht, du Vogel. Ja, der weiß. Also mindestens ein, zwei, zweieinhalb geben, Karl-Heinz, dann ist die, dann haben wir das schon mal einen. Ja, den Basti. Pass mal, Leute, ich will das aber lieber vertagen auf morgen. Ich würde dir das morgen geben, das ist das Thema. Aber ja, wenn ich jetzt 2,5 da abdrücke vom Konto, da fährt auf. Ja, dann sag ihm das mal. Ja, aber jetzt gerade nicht. Leute, was für eine unfassbar krasse Action das jetzt war. Ich bin völlig fertig, das war ja wohl mal mega, mega geil. Und was für ein Roleplay, ey, was für ein Roleplay und was für eine Action. Also wirklich dieser Anschlag, mir hat immer noch die Sprache verschlagen. War das alles so richtig? Was meint ihr dazu? Ist kein Metagaming, weil ich hab ja schon längst weitergespielt, bevor ihr da irgendwas macht, bevor ihr irgendwas sagen könnt. Und ich bedanke mich jetzt hier an dieser Stelle auch mal fett für eure ganzen Daumen nach oben, für eure ganzen Kommentare, für den ganzen Support bei diesem Projekt, will ich einmal auch mal in den Raum werfen, weil ich selten die Möglichkeit dazu habe. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.